Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück bei Slime Ranch wollte ich sagen. Mann, ihr seid ja am Sterben. Ihr habt gar nichts zu essen. Oh Gott. Fleisch und Gemüse. Okay. Ich möchte die Folge jetzt eigentlich mal schauen, dass ich wieder aus der Basis rauskomme. Aber so wie es aussieht, wird das ein bisschen schwer, wenn meine Schleime so dermaßen am krepieren sind. Schnell, ich brauche Karotten. Ich brauche alle Karotten, die mir dieses Beet zur Verfügung stellen kann. Komm schon. Beet. Ich will gerade nichts anderes sagen als Beet. Okay. Bitte. Fresst euch satt. Hier. So. Das sollte mal vorerst reichen. Ihr seht auch nicht sonderlich glücklich aus. Mann. Frucht und Fleisch. Das haben wir auch gleich. So. Gib mir Apfel. Oder das sind keine Äpfel. Aber es sieht aus. Nee, es sieht überhaupt nicht aus. Es sieht aus wie Granatäpfel. Oder? Die sehen ja. Oh, ich bin voll. Granatäpfel sehen, glaube ich, so ähnlich aus. So, ihr bekommt auf jeden Fall auch was zu mampfen. So. Wie geht's euch? Ihr seht eigentlich recht glücklich aus. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt noch nachsehen muss, ist, wie es meinen phosphorisierenden Schleimen geht. Hi. Hallo. Ihr seht auch nicht gut aus. Mann, ich brauche noch viel mehr Früchte. Verdammt. Es ist nicht einfach, ein Slime Rancher zu sein. Es ist absolut nicht einfach. Man hat so viel Verantwortung für so viele Leben. Oh Gott, ich habe keine Früchte mehr. Okay, verdammt. Dann werde ich ganz kurz nach hinten schauen, wo die Hühner sind und hoffe, dass ich dort noch mehr Früchte finde. Und ich kann auch gleich ein paar Hühner einsammeln, weil ich habe die gern bei mir. Die sind so flauschig, weich und warm. Süß, aber zuerst mal wegen Früchten schauen. Da haben wir ein paar. Und da sind Hühnerchen, das ist gut. Das sind Karotten. Ich kann eigentlich auch gleich alles einsammeln hier. Alles wird gesammelt. Alles kommt in meine Sauger. Das sind noch Früchte. Und Hühner. Und Früchte und Karotten. Und sonst noch irgendwas hier? Da. Da, Früchte. Früchte. Im hohen Gras versteckt sich alles Essbare. So. Du bekommst einmal eine Karotte. Ich leg dir noch ein paar rein, okay? Ihr braucht auf jeden Fall Früchte. Verdammt, das wird sich so nicht ausgehen. Die alle hier werden krepieren. Ach ja, was ich jetzt unbedingt machen muss. Ich wurde des Öfteren in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass man hier E drücken kann, um das Ding zu aktivieren. Das ist voll seltsam, dass ich das nicht gesehen habe. Okay, ich schnapp mir mal ganz kurz das ganze Zeug hier. Die Karotten, ihr fresst ja auch nur Frucht, okay? Moment, das machen wir folgendermaßen. Ich werde jetzt ganz schnell, spontan und flink wie ich bin. Keine Ahnung was machen, auf jeden Fall mein Inventar entleeren. Das heißt, ich werde... Die 5 Karotten kommen noch da rein. So. Dann werde ich hier noch einmal E drücken. Hätte ich das früher gewusst? Ich meine, der Knopf ist ja nicht irgendwie offensichtlich oder so. Nein. Möchte ich gerne alles haben hier. Danke. Das nehme ich auch noch. Und vielleicht schaffen wir die Folge die 10.000. Das wäre so schön. Jetzt, wo ich weiß, dass ich E drücken kann, kommt vielleicht Kohle schneller mal ins Haus. So. Huhn. Wem gebe ich denn das Huhn? Dem Silo. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, klar. Mann, die sind da drin eingepfercht und keine Ahnung, was die da drin machen. So, E. Oder gibt es hier einfach keine mehr? So. Gebt mir all euer Plort, liebe Slimesens. Gebt mir all euer Plort und macht mich reich. Kommt da noch mehr? Anscheinend nicht. So. Und so. Dann holen uns wir das Kohle. Ich muss nicht ordentlich sprechen können, wenn ich reich bin. So.
Hey, das geht aber richtig gut. Wir haben fast 5000. Wir haben fast 5000 Geld. So, ich brauche auf jeden Fall mehr Früchte. Das heißt... nein. Wachse. Da liegen noch ein paar rum. Ich glaube, ich brauche mehr Beete. Ich überlege gerade, dass ich nicht einfach dort, wo wir die Hühner haben, auch noch einen Garten aufstelle. Das heißt, hier ist Hühnerstall. Da möchte ich... Mache ich da ein Beet? Oder... Ich habe hier insgesamt 4 Stück. Ja, was soll's, ich mache hier ein Beet hin. Einen Garten kaufen. Den werde ich auch gleich zur Gänze aufrüsten. Kaufen, kaufen. So. Und einmal Pogofrucht. Hi. Kommt alle mit. Ihr habt es verdient, mit mir gemeinsam auf ein Abenteuer zu gehen. Ein Abenteuer in den Magen von Slimesons. Freut ihr euch? Ich hoffe schon. Ich glaube, das war's vorerst. Ne, warte mal, da war gerade eine Frucht, die jetzt irgendwo ist. Frucht? Oh, Hühnchen. Die kommen in Silo zu den anderen Hühnern. Es ist wie ein großer Federball, flauschig und weich. Ein Daunensilo, wie schön. Okay, ihr habt schon wieder nichts zu fressen. Mann, Moment. Gut, ich habe euch, glaube ich, gar nicht gefüttert, deswegen. Ihr habt mehr als genug im Moment. Die Pogofrüchte bringe ich rein und die Karotten da dazu. So. Und dann hoffe ich... Oh. Dann hoffe ich inständig... Dass ihr dann wieder gekackt habt. Du hast auf jeden Fall sehr brav gekackt. Das heißt, ich klaue dir ganz kurz das Zeug. Die Karotte bekommst du wieder. Ihr braucht auf jeden Fall auch Früchte. Gibt's hier was zu holen? Sauge, sauge, mein Freund. Beschere mir den Reichtum, den ich so sehnlichst erwarte und mir wünsche. Okay. Da ist das Ding. Sauge! Hätte ich das echt vorher gewusst, Mann. Okay, die Preise haben sich mal wieder verschoben. Ich habe gerade... Verdammt, ich hätte eigentlich den Red Slime behalten sollen und noch mehr von denen hier machen. Egal. Ich glaube, ich werde losziehen und schauen, dass ich mehrere von denen mache, weil ich mag die voll gern. Die finde ich echt cool. Ich mag sie. Irgendwie. Okay, die wachsen eh. Das heißt, Moment, ich werde ganz kurz den Teleporter benutzen. Andere Richtung. Und hoffe einfach, dass ich ein paar Jäger-Slimes finde. Weil ich die unglaublich gern habe. Und ich wurde in den Kommentaren doch gebeten, dass ich eine Mischung aus Jäger- und Katzenslime mache. Die soll extrem niedlich sein. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die sehr, sehr niedlich sind. Das brauche ich auf jeden Fall. Nein! Verdammt! Warum? Warum? Das hätte so schön werden können. Aber nein! Ich musste etwas sagen. Küken brauche ich nicht. Da lern schwimmen! Oh Gott! Oh Mann, das hat keiner gesehen. Katze, 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 Katze nehme ich mit. Da mache ich echt mal Katze und Jäger und probiere aus, wie die aussehen. Und wenn sie wirklich so süß sind, wie ich es mir vorstelle, dann werden sie meine neue, perfekte Rasse. Oh Gott, wie das klingt. So, komm jetzt, Katze. So, ich könnte eigentlich die ganzen Plots da unten auch noch mitnehmen. Ja, was soll's, ich nehme mal die ganzen rosa Plots noch mit. Weil von denen finden wir mehr als genug. Die blauen eher nicht im Moment. Dann nehme ich lieber... Aber die rosa-roten, weil ich habe das Gefühl, von denen kriegen wir schneller mal die 40 zusammen. Hey, ich sammle eure Scheiße. Ich sammle eure Scheiße. Nein, Gold, Gold. Verdammt, warum? Ich hasse Goldschleime. Warte mal. Mann.
Warte mal, da ist ein goldener. Da ist ein goldener Plot. Weh, den frisst mir jetzt jemand weg. Da ist er. Was tue ich denn weg? Ich tue weg. Die Hühner, was soll's. Meins, danke. Okay. Ich möchte noch 40 von den rosa Plots bekommen und dann gehe ich zurück in die Basis und mache es zu Geld und hoffe, meine Scheiße haben geschissen. So, und 40. So. Gute Nacht, liebe Slimes. Man sieht sich an einem anderen Tag wieder. Wenn ich reich und mächtig bin. Ach, Basis. Mein kleines, niedliches Camp. Versorgt mich immer mit Geld. Ich brauche ja keine Nahrung eigentlich. Ich esse nie was. So, und ein goldener Chocobum. Okay, ich habe 20 Früchte. Wie geht's euch? Ihr habt zu essen. Ihr habt wieder mal nichts. Aua. Chuck. 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 So. Ich werde ganz schnell noch zu den Phosphorisierenden reingehen und die Früchte, die ich jetzt habe, dort gleich verfüttern. Weil ich glaube, die haben mehr als genug Hunger. Oder habt ihr Hunger? Ihr seht irgendwie böse aus. Und ihr auch. Habe ich da eigentlich gar keine? Doch, ich habe eine Fütterungsmaschine. Ich Idiot. Aber egal, ich mache das jetzt so. Plotsammler. Und Plotsammler. So, dann wollen wir mal. 1, 2, 2, 2, 1. Und. 1, 2, 2, 2, 1. Oh, 1. Und 1. 1, 2, 2, 2, 1. So? Ach ja! Ihr auch. 1, 1, 1, 1, 1. Geld. So. Wir haben wieder über 5000. Das ist so geil. Es läuft, ja. Es läuft, Freunde. Habt ihr mehr gekotet? Ich glaube nicht. So, einen Mietz. Also Jägerblatt möchte ich auf jeden Fall behalten, um diese Mischung zu testen. So. Oh Mann, die ganzen Früchte sind kaputt. Da drin kann ich es machen. Mietz und Jägerblatt. So. Friss. Komm. Katze, friss. Da. Katze. Katze, schau. Da. Katze. 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 Oh Gott, du siehst irgendwie voll sauer aus. Warum bist du so... What the fuck? Du solltest eigentlich niedlich sein. Ich meine, du bist niedlich, aber irgendwie auch voll brutal. Was frisst du denn? Fleisch. Nur Fleisch. Du bist ein Monster. Oh Gott, du bist ja echt brutal drauf. Ich meine, echt süß, aber gleichzeitig voll wütend. Ich glaube, er braucht das zu fressen. Ich glaube, der braucht unbedingt... Happa Happa bekommt er danach, ja. Ich werde die anderen Katzenslimes auch da reinschmeißen, was soll's. Vertragt euch, seid lieb zueinander. Für unseren neuen kleinen Freund. Was? Wie zum Teufel bist du da jetzt rausgekommen? Da oben ist ein Gitter, Mann. So, ich hoffe, du bist dann nicht mehr sauer, wenn ich dich jetzt füttere. Bist du jetzt glücklich? Ja, er sieht freundlich aus, ich freue mich. Er ist freundlich. So, warte mal, ich wollte jetzt den Jägerslime haben. Da. Und gebe diesen Jägerslime dir. Du bist automatisch immer sauer. Dann friss bitte das Hühnchen hier. Friss es. Warte mal. Warum sind die von Anfang an so sauer? Sei lieb. Okay, da ist ein Jägerslime. Haben will. Oh Gott. Okay, wir haben 3 und kein Hühnchen mehr. Ich muss den dritten auch noch füttern. Dann nehme ich nochmal ein paar Hühner raus. So. Füttere dir dieses Huhn. Und du musst auch noch ein Ding werden. Du musst auch noch ein Freund der Berge werden. Nein, nicht Wasser. Das war der falsche Plot. Wo ist denn jetzt der Jägerplot hin? Jägerplot? Warum ist da... Ach so, das ist da vom... Moment, ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich habe doch gerade hier irgendwie... Da. Da ist er ja. So, du... musst dich noch verwandeln. Wo steckst du? Da. Und jetzt? Friss! Friss! So, brav. Seid alle glücklich und lieb und so. Nehme ich, nehme ich.
Ich nehme mich. Habe ich alles? Das nehme ich auch noch. Und das da. Oh, da habe ich keinen Platz mehr. Das kann ich noch nehmen, ja. Und das hier. So. Dafür habe ich auch Platz. Das freut mich. Sauge. Oh Gott, aua. Danke. Und danke, Mann. Es ist echt lebensgefährlich hier. Aber ich glaube, wir kriegen die 10.000 zusammen. Ich bin zuversichtlich. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So, wir brauchen noch 2.000. Das heißt für mich, ich werde nochmal zu den Phosphorisierenden reinschauen und hoffe, die haben brav gekackt. Hi. Nehme ich. Höp. Ihr habt nichts gemacht. Liegt was rum? Ein bisschen was. So, so. Und ihr habt gar nichts gemacht. Ich glaube, ihr braucht mehr zu essen. Habt ihr was gemacht? Ein bisschen. Aber ich lasse die noch im Moment, oder? Nee, ich hole mir das jetzt. Ich will nur den... Nee. Jack. Jack. Braucht ihr nicht wieder mehr Wasser? Ich fülle mal ein bisschen nach hier. So. Kam schon 10.000. Das wird sich ausgehen. Ich bin voll zuversichtlich. Außer, sie haben nichts mehr zu fressen. Die haben nichts mehr zu fressen. Mist. Kommt da was noch nach? Nee, ist leer. Das kann ich noch nehmen. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Nahrung. Ihr habt, glaube ich, auch nichts Neues mehr geschissen, nicht wahr? Nope. Und ihr, glaube ich, auch nicht. Okay, das heißt... Nee, warte mal. Ihr habt noch Früchte. Fleisch und Gemüse. Oh Mann. Okay, wir holen uns mal die Hühnerchen. Die kommen jetzt da rein. Ich sammle jetzt mal alles, was ich brauchen kann an Nahrung. Also alles. Verdammt, nein. So. Okay, passt. Da haben wir auf jeden Fall wieder Vorrat. Köstlich. So schmackhaft. Das wird ein Festmahl für die Schleime. So. Dann noch Fleisch und noch mehr Gemüse und noch mehr Frucht und alles, was uns über den Weg läuft, wird verfüttert. Komm da runter. So, ihr brav Küken gemacht. Ich bin so stolz auf euch. Ich bin so stolz auf meine Hühner. Die treiben es echt gut. Da habe ich sonst, glaube ich, nichts mehr. Da ist auch nichts. Ihr bekommt noch ein paar Früchte dazu. 20. Fleisch und Gemüse. Ihr habt ein paar Karotten, aber das werde ich auch auf 20 füllen. So, oder 21. Nur Fleisch. So. Fleisch und Gemüse. So. Und phosphorisierende Schleimsen sich. Komme. Haltet durch. Hab. Köstlich, nicht wahr? So. Und der Rest für euch. So. Das heißt, ich werde mich mal schlafen legen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich was bringt, wenn wir uns schlafen legen. Ob da tatsächlich die Zeit vergeht und wir somit diese Fressphase überspringen können und gleich mal den ganzen Schmafu einsammeln können, den wir hier fabrizieren. Und guten Morgen. Ja, haben jetzt, glaube ich, einen Tag und eine Nacht geschlafen. Okay, sie haben auf jeden Fall gefressen. Das heißt, die Zeit... Nicht mit mir. Warum... Was ist mit dir? Warum bist du so sauer? Warte mal. Karotten. So. 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 Okay, ja, es gibt jede Menge... Warte, nein, 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 Moment. Warte. Du bleibst so da drin. Ich hab doch... Wie kommen die hier raus? Ich habe keine Ahnung, wie die das immer schaffen. Diese Ganoven. Halunken. Frechdachse. Alles meins, alles meins. Ich glaube, wir haben es, Leute. Ich glaube, wir haben die 10.000, sobald ich das alles hier eingetauscht habe. Und 9.000. 9.000.
Jawohl, wir haben's. Ich hätte noch ganz schnell den Rest holen. Moment. Den hier. Saug. So. Meins. Was machst du hier? Und die Phosphorisierenden muss ich mir auch noch schnappen. Na ihr, euch geht's gut? Ich hoffe ja. Und einmal saugen bitte. Nehme ich. Da liegt noch mehr. Nehme ich gerne. Und ihr? Okay. Mann, wir sind stinkreich, Leute. Stinkreich. Ich freue mich. Und das hole ich mir auch gleich. Wenn wir schon hier sind, dann richtig. So. Danke für eure Gaben. Das... Hi. Was zum Teufel? Wie? Wie hast du das jetzt hinbekommen? Moment. Komm mal mit. Chuck, sit. Habe ich da eine Musikbox drin? Nee. Das mache ich jetzt folgendermaßen. Ich tausche das ein und dann kommt dort noch eine Musikbox rein, damit die auch ruhiger bleiben. So. Oh Mann, so viel Kohle. Das ist unfassbar. Jawohl. Geil. Geil. Okay. Dann baue ich als erstes ganz schnell hier noch die Musikbox rein. Falsche Konsole. Musikbox kaufen. Ihr habt eine Musikbox? Ihr habt auch keine. Oh mein Gott, aua. Hi. Ich schaue ganz kurz noch wegen Upgrades. Gibt es irgendwas, was ich gerne hätte? Eigentlich alles hier. Kaufen. Kaufen. Und das nicht, weil sonst habe ich keine 10.000 mehr. Okay. Wo waren das nochmal? Da hinten. Einmal bitte. Ich dachte schon, es ist offen. Kaufen. Sly-Wissenschaft, du hast das Labor freigeschaltet. Eine besondere Range-Erweiterung, die es dir erlauben wird, mit der Hilfe von Sly-Wissenschaft Geräte zu bauen. Begib dich hinüber zur Scheune, um zu beginnen. Das, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Dann werden wir uns endlich mal der Slime-Wissenschaft widmen. Und ich kenne das noch gar nicht. So weit war ich noch nie. Und vor allem, das ist auch gar nicht damals noch existent gewesen, als ich das erste Mal gespielt habe. Ich bin gespannt. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Macht's gut.